Man sieht hier Mitarbeiter, die 20 Jahre Berufserfahrung haben und wie kleine Kinder große Augen bekommen. Wir haben keinen Durchschlag, sondern eine Sackgasse, wo es darum geht, die schwerste Komponente 4 Kilometer herauszutransportieren. Ja. 360 Tonnen. Es könnte passieren, dass der Tunnel zu eng ist, wir stecken bleiben. 10 mm Platz, 10 LKWs, gepackt in einen LKW, durch eine Kurve fahren. Es ist technisch nicht möglich. Ja? Sorry, Sie stecken fest. Schauen wir jetzt mal, was da los ist. Wir sind hier am Gotthardstraßentunnel. Das Schweizer Volk hat entschieden, dass eine zweite Röhre gebaut werden soll, damit die bestehende Röhre saniert werden kann. Danach wird dann pro Röhre eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Ich bin Florian Mahle, Maschineningenieur bei der Firma Implenia und ich leite hier die Maschinentechnik. Das Spezielle bei diesem Vortrieb ist, wir bohren einen Zugangsstollen zu einer geologischen Störzone. Wir haben keinen Durchschlag in eine Kaverne, wie sonst üblich, und müssen dann die Maschine von hinten zurückbauen. Und das stellt uns logistisch vor sehr große Herausforderungen. Die Lösung, dieses schwere Teil mit einem SPMT aus dem Tunnel zu transportieren, kam von Herrenknecht. Ich bin Hauke Helmeris und bin hier vor Ort der Projektverantwortliche von Herrenknecht. Hier sehen wir den schwersten Teil der Maschine, den Maschinenrahmen. Dieser wird durch die Gripper im Berg verspannt. Der SPMT wird unterhalb des Maschinenrahmens transportiert. Sobald das Gewicht vom SPMT übernommen wird, wird der Gripper eingefahren, der Maschinenrahmen vom Hauptantrieb gelöst und der SPMT fährt Richtung Tunnelausgang. Wir reden hier nicht von einer kurzen Strecke, wo es gilt, nur 200, 300, 400 Meter zu bewältigen, sondern 4 Kilometer, wo es sowohl hoch, runter, aber auch durch enge Kurven geht. Wir sprechen hier von ganz wenigen Zentimetern. Und das kann dann halt schnell bei solchen knappen Abmaßen zu Komplikationen führen, die es dann gilt zu lösen. Es darf dabei nicht schief gehen und wir sind alle bis in die Haarspitzen angespannt. Am Anfang hat man eine gewisse Nervosität, aber das ist dann eigentlich während der Arbeit. Ja, man ist da so im Tunnel, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Name ist Daniel. Ich werde heute den Tieflader hier bewegen, den SPMT. Mit 12 Achsen, mit einer Gesamttraglast von 480 Tonnen. Verschiedene Lenkprogramme hat das Fahrzeug. Dann muss man das hydraulisch austarieren, dass das ganze Gewicht in Waage bleibt. Bergauf eher leichter, bergab eher schwieriger. Da muss man ein bisschen bremsen, dass das Fahrzeug nie selber bergab fährt. Es sind Einweiser mit an Bord, mit denen ich per Funk verbunden bin. Und dann sollte es eigentlich passen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es egal, ob wir es in 4 oder 5 Stunden schaffen. Das Leben ist ja auch kein Sprint, sondern ein neuer Marathon. Sind wir eigentlich gerade an der tiefsten Stelle von dem aufgefahrenen Tunnel. Wir haben ja mehrere Gefällewechsel drin, einfach aus verschiedenen Gründen. Andere Bauwerke, die sich hier in den Alpen noch befinden. Deswegen gibt es halt eine leichte Kurvenvariation. Die Maschine hat jetzt ihre Endposition erreicht. Jetzt folgt eine Lösung vom Hauptantrieb. Also wir machen uns da die hauseigene Hydraulik von der Maschine zu nutzen. Und dann kommt der spannendste Moment, wo dann der SPMT die alleinige Last übernimmt. Erst dann sehen wir eigentlich, ob die Arbeit sich gelohnt hat und alles funktioniert, wie es soll. Okay, jetzt ganz schade. Pump nochmal, drück mal auf B, bitte. Dann lass mal rollen. Ventilation, die im oberen Teil des Tunnels befestigt ist, musste ausgeschaltet werden und dementsprechend zur Seite gedrückt werden, dass man die ersten Meter meistern konnte. Das Worst Case, was passieren könnte, ist, dass es komplett stecken bleibt. Da kommen wir niemals vorbei. Ich glaube, wir müssen einfach noch mal ran.
Ja? Sorry, Sie stecken fest. Schauen wir jetzt mal, was da los ist. Wie viel Platz habt ihr auf der linken Seite? 1 Zentimeter. Insgesamt kommen auf der Strecke zusätzliche Installationen dazu, wo der Querschnitt sich deutlich verengt. An diesen Stellen gilt es dann, erhöhte Vorsicht zu geben und extrem langsam durchzufahren. Es kam auch an der einen oder anderen Stelle zu Kollisionen, die aber zu keinen größeren Schäden geführt haben. Wenn die Maschine das Licht erreicht, ist, glaube ich, für alle irgendwo doch ein sehr besonderer Moment. Man sieht hier Mitarbeiter, die 20 Jahre Berufserfahrung haben und die dann wie kleine Kinder dann doch daneben stehen und große Augen bekommen. Passt, kannst anhalten. Fertig. Das war's. Vielen Dank für die deine Arbeit. Auke, super gemacht. Vielen Dank nochmal, auch für die tatkräftige Unterstützung. Am Gotthard zu arbeiten ist für die gesamte Mannschaft etwas ganz Besonderes. Die Firmengeschichte weiterzuführen ist auf jeden Fall ein Highlight, was man so schnell nicht vergessen wird.